Ja, Hallöchen, hallo. Einen wunderschönen guten Abend da draußen an dem Bildschirm. Hier ist wieder Newcomer TV Spezial und zwar mit einer History-Folge. Wir gehen zurück in das Jahr 2003, 2004, also in diese beiden Jahre. Warum tun wir das? Ich meine, die Menschen da draußen an dem Bildschirm, die Newcomer TV kennen, wissen, dass wir eine Plattform sind. Wir fördern junge Bands, junge musikalische Talente und versuchen, diese dann über das Fernsehen zu euch in die Wohnzimmer zu bringen. Und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und unsere Homebase, also unser Musikclub, wo wir das machen, ist die Musikale Portstraße in Oberursel an den Füßen des Taunusses. Und natürlich ist es klar, dass wir in den letzten Jahren, es gibt uns seit ungefähr 2003, sind wir sozusagen in Sachen Musik unterwegs, dass sich wahnsinnig viele Aufnahmen angesammelt haben, dass wir ein großes Archiv haben. Und so kam dann irgendwann mal mit dem offenen Kanal zusammen die Idee, Mensch, guckt doch mal in eure Historie, in euer Archiv und nehmt doch mal ein paar Bands raus und bringt die wieder sozusagen in Erscheinung. Für einen kurzen Moment können sie wieder brennen mit ihrem Charme, mit ihrer jugendlichen Wildheit. Und wir sind fündig geworden. Wir haben im Prinzip für euch vier Künstler, beziehungsweise drei Bands und eine Sängerin. Und zwar beginnen wir mit einer ganz jungen Band, auch aus der Region Lennart, die bei einem Konzert gefilmt worden sind und es gibt ein kleines Interview. Dann gehen wir rüber zu einer Sängerin, um einfach mal euch zu zeigen, auch wie wird eigentlich eine Sängerin aufgebaut, wie funktioniert das Produzententeam, das Casting, diese ganzen spannenden Fragen und haben die Sängerin Liz sozusagen vor die Kamera geholt, beziehungsweise im Archiv wiedergefunden. Und als nächstes dann Stone Blind, eine Band, die wirklich komplett zur Sache geht, wild, jung und unverwüstlich, daran glaubend, dass sie es sind, die Jupiter erobern mit ihrer Musik. Und zum Schluss eine Band, die wir sozusagen in der Anfangsphase kennenlernen, nämlich Colorful Grey. Und wo wir reingucken, 2003 ungefähr in ein Konzert. Sie sehen jung, dynamisch, mit aerodynamischen Körperfunktionen. Irgendwie sind sie sichtbar abgelichtet. Eine fantastische Band, ein tolles Konzert, ein klasse Interview. Und als Überraschung, diese Band als einzige ist noch in der Formation unterwegs. Das heißt, sie haben gerade ihr Comeback in diesem Jahr und man kann sie wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sehen. Also viel Spaß mit diesem kleinen historischen Ausflug in das Jahr 2003. Spent on the sweet. Also Philosophie in der Band ist halt erstmal überhaupt der Spaß an der Musik. Auf jeden Fall handgemachte Musik. Wir haben halt auch gedacht, okay, so viel wie möglich selbst spielen, also keine großartigen Computer oder sowas mit einsetzen. Und in den Texten geht es halt ums Leben, um es in einem Wort zu fassen. Also ist alles dabei. Catch the light. Feel your eyes shine on. Live that freaky roller coaster ride. Ihr habt ja auch eine CD aufgenommen, ne? Anfang des Jahres waren wir im Studio, haben vier Titel aufgenommen für unsere aktuelle Promo-CD, die der Rütti gerade hochhält. Diese CD ist, man glaubt es kaum, bei uns über die Homepage auch käuflich zu erwerben. Ich bin total froh, dass ihr nicht nur eine CD aufgenommen habt, sondern auch einen Live-Auftritt hattet, den wir natürlich für euch zu Hause besucht haben.
Punkrock. Und wenn man jetzt Punkrock in den Mund nimmt, dann denkt der eine vielleicht an Green Day und der andere an Sex Pistols. Wir sind also wir nennen das keines davon. Wir nennen es eigentlich Punk ohne Nietenlederjacke und Hardcore ohne Muskeln. Also das ist eigentlich unsere Definition. Uns allen, ja. Und die Texte schreibt der Markus. Also der Markus. Der Markus. Schon feucht werden, hab's aber nie gesehen. Es ist absolut alles nicht wahr. Ich weiß, ich konnte werden, sollte ich mich auch bemühen. Mit viel Rest, du hast mal das Mittel. Du sagst mir, genieß dein Leben. Schon kein Plan, ist ein Dream, alles was du kannst. Du sagst mir, genieß dein Leben. Schon kein Plan, ist ein Dream, alles was du kannst. Und wir möchten eigentlich halt so den Leuten oder überhaupt den Lebewesen, weil wir auch immer nicht nur für uns für Menschen einsetzen wollen, sondern auch für Tiere. Wir möchten halt generell den Lebewesen eine Plattform geben, die in unserem System, so blöd ist oder so klischeehaft sich das anhört, eben keine Lobby haben. Wir möchten ja keine Verbote ausstellen, wir wollen noch niemanden verurteilen. Also wir sagen jetzt nicht, der und der ist gut und der ist böse, sondern wir möchten gemeinsam eben versuchen, irgendwie diesen Planeten eben ein klein wenig lebenswürdiger zu machen. Und wir möchten halt ja, sowas wie das Grundrecht auf ein unversehrtes, schmerzfreies Leben für alle. Also egal welcher Rasse, welcher Spezies, egal welcher Herkunft. Gerade auch dieses Negative kann eben Ansätze bieten. Also wir haben schon Leute gehabt, die einfach so einfach durch eine Diskussion dann einfach gesagt haben, ja, da in dem Punkt gebe ich dir recht und so und sich vielleicht langsam verändern. Ja, bleibt mir nur noch mich für das klasse Interview zu bedanken bei Markus und Markus von den Kafkas, Punkrock mit Message. Hi, I'm Liz and you're watching Newcomer. For long I was asking, do you wanna go, do you wanna go somewhere? Tick-tock, several hours later. Hi, my name's Liz and I'm a singer. Hi, my name's Chris and I'm from Subband 22, one of the producers. Hi, my name's Stefan, I'm a producer too. I own this studio and, well, yeah. Okay, so we have some of the crew here from Subend 22 Productions. Liz, can you give us some background as to how you met up with these guys and where it all started? Absolutely. A while back, about 3 years ago, I was in a musical here in Frankfurt, and I had an article written about me in a local newspaper, and they saw it, and they decided to come and check it out. I started wondering how long this was gonna last. I handed you my digits, wow. You really did call me. Now I ain't playing games, boy, and I gotta let you know. For you I would cry. Be the one to go the distance, and for you I would lie. Be the place to leave. For you I would die. I can't resist this feeling. I'm mesmerized. And you've just recently completed Mesmerized. Can you tell us a bit about that? Basically, it's a song that I've written the lyrics to and they've composed, and it's probably the best track that we've recorded. I really like it. And did it take much work? It definitely took work, but I would say I wouldn't really consider it work. I would say that it was mostly just fun. And what's it like to be a young artist? You know, you're still at school. What's it like working in a very professional industry?
Well, it normally would be hard, but I mean, they always make everything really fun. So we get a lot done, we have fun along the way, and it's kind of tough sometimes to balance everything going on between school and everything, but it's a lot of fun. Cry. Never wanna go the distance, and for you I would lie. Baby, please leave, for you I would die. I can't resist this feeling, I'm mesmerized. Stefan, can you give us some background information about the studio and how it was set up? Well, you know, I used to be an A&R guy at CBS and Sony, and decided just to do it myself. You know, I saw all the guys getting famous and stuff, and I wanted to do it by myself. That's how it all started off, basically 13 years ago now. I'm in it for that long. Well, that's how it started, basically, with hip-hop stuff, with dance stuff. Mm-hmm. Yeah. And what's the biggest success you've had so far with the studio? We've had stuff like Jam & Spoon, Dance to Trance, BG Prince of Rap, these kind of things. I mean, you can see the records up there, you know. About your new single, Mesmerized, in German. Okay, meine neue Single, Mesmerized, ist ein echte cooler Track. Totally cool. Okay, thanks very much for your time. That I am to feel in bad. I want some way that I want that you feel it in my bed. I can feel the day that I am that you feel. Bei mir sitzt jetzt der André von der Band Stoneblind. Schön, dass du gekommen bist. Ihr seid eigentlich zu viert. Wie seid ihr zusammengekommen? Erzähl mal kurz. Also es war Anfang 2000. Wir haben eigentlich aber alle schon viel länger Musik gemacht und haben lange beschwerliche Wege durch alle Musikrichtungen auf uns genommen und haben uns dann im Jahr 2000 am Anfang gefunden, nach einer langen Suche. Und das hat dann gepasst. Die Chemie war perfekt. Ihr wollt ja jetzt so richtig, richtig gute Musiker, also Musiker werden, ins Showbiz eintreten. Was habt ihr dafür gemacht? War dieser Wunsch schon immer da? Der war verstärkt da, wenn man natürlich jung ist. Am Anfang sagt man sich immer, man will auf den großen Brettern stehen. Irgendwann, eine Zeit lang, wird man dann ein bisschen nüchterner, so in der Pubertät eigentlich, wenn man dann kapiert, ah, ist doch alles viel schwieriger. Aber als wir dann unseren Sänger gefunden haben, war mir eigentlich klar, mit dem schaffen wir es. I don't know you.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit der Band Colorful Grey und die haben gerade ein super Konzert hingelegt. Das war echt, boah, was ist das denn für ein Seitenblick? Nee, war es wirklich. Aber als allererstes hätten wir doch ganz gerne, dass sie sich kurz alle vorstellen. Ich bin Philipp, ich singe und spiele Gitarre. Ich bin der Jan, ich spiele Bass und ab und zu singe ich auch. Ich bin Boris und spiele Gitarre. Ich bin der Martin und spiele Schlagzeug. Okay, also die allererste Frage, die sich jetzt aufdrängt, ne? Bist du zweiter Verlierer bei der Massenschlägerei geworden oder beim Stage-Diving? Sorry, die Frage muss jetzt einfach kommen. Das ist ja, eigentlich war ich ja die Originalbesetzung für Rocky, aber es hat nicht ganz geklappt, ich war zu jung. Nein, jetzt ohne Spaß, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, meine Gabel ist gebrochen und ich bin leider etwas unsanft auf dem Asphalt gelandet. Also diese klassische Bernhard und Bianca, wie heißt die, Albatros-Bremse, ja? Wer hat das gesehen? Ja, sensationell. Und das ist alles gestern passiert? Ja, gestern so gegen 4:30, schätze ich. Also dann würde ich mal sagen, trotzdem Hut ab, dass du heute auf der Bühne gestanden hast und gerockt wie ein Verrückter. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Auf jeden Fall, doppelt. Bei Gesangstechnisch sage ich immer, der größte Einfluss The Cure ist eigentlich, weil das einfach die größte. Make-up-technisch. Make-up-technisch und keine Ahnung, auf jeden Fall Cure sind für mich die größten und das ist zumindest mein persönlicher Haupteinfluss. Ja. Meiner auch, ja. Von euch schreibt die Song? Also eigentlich ist der Philipp der Songschreiber, ja. Und hin und wieder wird nochmal ein Song aus meiner Feder eingeworfen. Ja. Teilweise werden noch Elemente vom Jan übernommen. Eigentlich ist es so, dass eigentlich jeder so seinen Saft dazu beiträgt. Wenn er nicht gerade dabei ist, auf den Straßenverkehr zu verunsichern, zu verunfallen oder sonst. Mehr oder weniger. Also uns gibt es, also uns, ja, ich rede jetzt uns von uns vieren, gibt es seit 2000, ja. Aber die anderen drei gibt es schon länger, ja. Das ist immer lustig, wenn ich das erzähle, weil ich bin erst später dazugekommen. Und die anderen drei haben auch schon unter dem Namen 4 Jahre lang davor. Vorher waren wir sozusagen gefangen in einem Kokon aus Ideenlosigkeit und Inspirationslosigkeit. Und da kam mehr dazu. Und dann Licht geführt. Ja, genau, dann wurde sozusagen dieser Kokon geöffnet und aus uns wurde ein großer, bunter Schmetterling.
www.colorfulcray.de. Und was gibt's da zu sehen? Da gibt es Bilder von uns zu sehen, zum Runterladen in möglichen in verschiedenen Posen. Und auch zu hören, und zwar Musik von uns. Und den Boris nackt. Nein, als Clown. Es gibt wirklich ein Bild von mir als Clown. Stimmt, also gibt es mal jemanden mit so aufgemalten. MP3s, MP4s, alles Mögliche. Schreibt uns eine E-Mail, geht in unser Gästebuch und tragt euch ein. Genau. Werdet unsere Freunde, ihr werdet uns dann. Und ihr seht Newcomer! Wie war's? Na, ich meine, das ist doch echt der Hammer, oder? Man hat irgendwie das Gefühl, diese Bands, also diese jungen Musiker, die können auch alle heute unterwegs sein. Es könnten auch alles Bands von heute sein. Das heißt, Musik ist zeitlos. Die Botschaft ist immer wieder heiß. Ja, also es ist, selbst wenn man in die Historie geht, hat man nicht das Gefühl, dass man irgendetwas Abgestaubtes sich anguckt, irgendetwas, was man nicht mehr hören will. Und wir von Newcomer TV gehen natürlich davon aus, dass ihr ein Publikum seid, was auch diese leisen Töne versteht und auch auf der Suche ist, jenseits des Mainstreams einfach mal Künstler und Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen kennenzulernen, wo es sich lohnt, auf die Konzerte zu gehen. Deswegen ein Tipp, geht raus in die Clubs und guckt euch Live-Konzerte an, schaut euch Bands aus der Region an, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss, sagt euer Newcomer-TV-Team und natürlich euer Seppel hier am Mikrofon. Ciao!